Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte erstmal voranschicken, dass es uns mit Stolz erfüllt, dass das Ökosystem Wattenmeer mit seiner Anerkennung als UNESCO-Weltnaturerbe auf Augenhöhe steht mit den Weltnaturerben wie dem Grand Canyon im Amazonasgebiet in Brasilien oder dem Great Barrier Reef in Australien. Dieser Erfolg ist auch auf das große Engagement der Initiativen vor Ort in der Küstenregion zurückzuführen, den ich im Nachhinein hierfür nochmals sehr herzlich danken möchte. Mit der Auszeichnung des Wattenmeeres ist unserer Meinung nach aber auch eine zusätzliche Verantwortung verbunden, meine Damen und Herren. Seit nunmehr fast 2 Monaten sind die Augen der Öffentlichkeit auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gerichtet, auf die wohl größte Naturkatastrophe, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Die Explosion und die Havarie der Ölplattform Deepwater Horizon ist der größte anzunehmende Unfall mit den größten Auswirkungen auf Flora und Fauna, der denkbar ist. Seit mittlerweile 52 Tagen strömen täglich mehr als 3.400 Tonnen Öl aus dem Leck in 1.500 Meter Tiefe unkontrolliert in den Golf von Mexiko. Damit übersteigen die Ausmaße dieser Katastrophe die Auswirkungen der Havarie der Exxon Valdez schon zum jetzigen Zeitpunkt um ein Vielfaches. Der volkswirtschaftliche Schaden für Fischerei, für die Landwirtschaft und für den Tourismus in den amerikanischen Südstaaten wird sich nach letzten Schätzungen im zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Die irreparable Zerstörung ganzer Ökosysteme und der Biodiversität sind noch lange nicht abschließend abzusehen. Vor dem Hintergrund dieser Katastrophe möchten wir mit unserem Antrag nicht nur den Tourismus in der Region fördern, sondern eben auch das Weltnaturerbe Wattenmeer für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten und schützen, meine Damen und Herren. Die Nordsee ist die am meisten befahrene Wasserstraße der Welt. Auch für die kommenden Jahre ist mit einem deutlichen Anstieg der Warenumschläge, langfristig zumindest in den europäischen Nordseehäfen, zu rechnen. Zusätzlich wird der Jahr der Weserport seinen Betrieb aufnehmen. Wir haben eben darüber diskutiert. Und schließlich wurde vor wenigen Wochen der erste Offshore-Windpark Alpha Ventus vor der Küste Borkums eingeweiht. Weitere 17 Parks befinden sich entweder in Planung oder werden bereits gebaut. Vor dem Hintergrund dieser veränderten Verkehrs- und Risikosituationen in der Nordsee nehmen wir unsere Verantwortung künftigen Generationen gegenüber wahr, indem wir evaluieren möchten, ob die Strukturen und ob die Ausstattung zur Notfallvorsorge und zur Bekämpfung von Schiffsunglücken und Meeresverschmutzungen ausreichend auch vor unserer Haustür an der Nordseeküste ausgestattet sind. Und außerdem möchten wir das bestehende Schutzkonzept für den dauerhaften Erhalt des Wattenmeeres als Weltnaturerbe weiterentwickeln und schließlich, und das wurde bereits erwähnt, aber weil es uns so wichtig ist, erwähne ich es nochmal, die weitere Reduzierung eben auch diffuser Einträge erreichen. Ich darf die Opposition ganz herzlich einladen, uns dabei konstruktiv zu unterstützen. Ich glaube, es gibt dafür Chancen und es gibt auch einige Übereinstimmungen und Sie sollten sich da der Zusammenarbeit im Ausschuss nicht verweigern. Vielen Dank.